Moin moin Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Assassin's Creed Origins. Ich will gar nicht erst viel reden, wir legen direkt los. Und zwar schauen wir mal auf unsere Questliste. Wir waren natürlich jetzt daran, in der letzten Folge so ein bisschen die alten Dinger mal ein bisschen zu machen, die wir noch so jetzt rumfliegen hatten. Diese beiden machen wir jetzt erst einmal nicht. Ja, der mysteriöse Mörder, weiß ich gar nicht. Wird uns das ja angezeigt, wo wir noch hin müssen? Da gucken wir einmal kurz auf die Karte. Ja, das wird wahrscheinlich erst gleich noch so nach und nach kommen, nehme ich mal stark an. Dann nehmen wir uns einfach eine andere Quest erst einmal. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann nehmen wir uns die Lüge des Skarabäus. Sprich mit Taraka in Letopolis. Ja, ganz, ganz schwer. ja. Wo müssen wir denn hin? Irgendwo hier runter, ne? Da haben wir noch nicht die Schnellreise. Ich werde ja nicht mehr. Hier, die haben wir auch noch nicht. Passt auf, dann machen wir das anders. Wir holen uns jetzt hier die Schnellreise. Und dann müssen wir halt reiten. Geht ja nicht anders. Ey, was machst du denn? Schreck mich doch nicht so. So, hier dürfen wir keine Jacqueline rufen. Dürfen wir immer noch nicht. Na, also geht doch. So, in 1000 Meter, da haben wir natürlich jetzt ein bisschen was vor uns. Dann lassen wir einmal Jacqueline laufen, würde ich sagen. Ah, die macht das so gut. Aber die läuft da irgendwo links wieder lang. Ich will direkt geradeaus drauf zu. Ah, da links haben wir auch wieder was zu tun, sehe ich gerade. So, noch 600 Meter. Kommt der Sache schon ein bisschen näher. Können wir da schon mal hier rüber düsen, würde ich sagen. Ah, vielleicht haben wir Glück und kriegen hier noch das ein oder andere Tier. Hier sowas hier zum Beispiel. Hallo. Daneben. Daneben. Das ist immer total lustig. Ihr braucht ja eigentlich nur im Kreis laufen bei denen. Mehr könnt ihr nicht. Hartes Leder. Das ist genau das, was wir brauchen, um uns hier weiterzuentwickeln. Ja, trifft sie natürlich jetzt ganz gut. Halt. Da gehen wir gleich erst hin. Erst einmal holen wir uns die Schnellreise. Das war nicht das erste und letzte Mal, dass wir hier waren. Oh, guck mal da vorne. Da haben wir ein paar Tiger. Tiger. Hallo. So, die haben wir dann auf. Hat er jetzt alles geplündert hier? Ja. Anscheinend. So, hier haben wir den Turm. Ah, ging doch relativ fix. Halt. Ein Tiger, ein Löwe. Oh. Kollege, kannst haben, kannst haben. Yeah. So, das Ganze mal eben synchronisieren hier. ...200 EP gibt das Ganze.
So, wir müssen einmal ein Erinnerungsfoto hier lassen. Ja, da habe ich irgendwie Spaß dran gefunden an die Selfies hier. Da kann man ein bisschen höher umsetzen, ne? Ja, runter fliegt er, aber so. Schaut euch das mal an, wie die aussehen. Ja, ein bisschen pixelig, ja? Aber nur so ein bisschen. Naja gut, wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Jetzt machen wir erst einfach mal... Ist aber auch blöd zur Steuer, ne? Ich schwenk mal ganz kurz hier auf die Tastatur um. Ah, ist alles ein bisschen leichter. So, vielleicht ein bisschen gedreht. Selfies for President. Ja, ist okay. Und weiter geht's. Taraka, willkommen. Nein, würde ich gar nicht mal sagen, dass wir jetzt kommen, weil davon ist nämlich noch eine Schnellreise, oder? Meine ich zumindest. Kurz mal auf die Karte geschaut. Genau. Hier haben wir nämlich noch eine. Aber das machen wir auch nicht. Ich sehe gerade, hier haben wir nämlich noch was auf dem Weg. Nein, haben wir nicht. Aber wohl. Hier. Genau, das möchte ich gerne einmal haben. Halt. Löwe. Das ist immer gut. So, 200 Meter, das holen wir uns direkt. Ah, das wird da so ein Außenposten. Oh, Stufe 20. Na gut, wir sind ja 21, das sollte eigentlich hinhauen normalerweise. So, haben wir hier sonst noch irgendwas rumlaufen? Da oben irgendwas? Nein. Ja, müssen wir den 20er halt ausschalten, ne? Das ist halt der Hauptmann. Sollten wir ihn kriegen. Sperrgebiet. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Naja, wenn ich dich immer höre, du mit deinem nicht erwischen lassen, doch. Roll mal nicht rum. Ja, Nummer 1. Dann verlassen. Er hat jemanden gesehen. Hallo. Na da 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 da. Er will einfach nicht. Dann gehen wir halt hier eben rum. Ich meine, wir können uns auch eben durchschnetzen. Da geht natürlich auch, ne? Oh, da hinten kommen zwei. Was? Pass auf. Hier stimmt was nicht. Ja, was ist denn? Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Ich decke dich. Alles gut. Was ist das denn? Zack. Hey! Naja, diese automatische Loot ist schon geil. Nimmt schon einiges an Arbeit wieder ab. Auch wenn er nur eine Taste ist. Hallo? So, dann haben wir hier noch einen. Tja.
Wer weiß, ob es hier sicher ist. So, wunderbar. Dann haben wir hier nämlich direkt den Schatz. Den Schatzi, Schatzi. Den haben wir, ja. 400 EP. Nietzsche. Wir gehen stark auf die 22 zu. Da brauchen wir noch nicht alles, was wir hier plündern können, oder? Da vorne haben wir noch was liegen. Hier ist doch bestimmt auch noch was drin. Hier haben wir noch ein paar Rebellen, die wir befreien können. Mahlzeit. Danke. Die Götter mögen dich sehen. Ja, ja, euch auch. Tod den Ptolemäer! Es ist unehrenhaft, so leichte Beute zu treffen. Du bist zu gütig. Vielen Dank. Ja, ja, alles gut. Mach 2,50. Hyänen. So. Können wir dann jetzt zu der Quest rübergehen? Wenn wir das dann hier schon mitgenommen haben. Aber kurz auf die Karte gucken. Stufe 18. Ja, das sind auch alles noch so Quests. Die haben wir auch alle noch offen. Aber wir holen uns jetzt einfach nur noch die Schnellreise und dann fangen wir an, hier weiterzumachen. Oh. So, ho. Wer reitet durch Nacht und Wind? Es ist die Jacqueline. Mit ihren Homoriden, Kind. Bitte was? Leto Bollis. Ja, hallo. Hallo, hallo. Alle kennen sie uns hier mittlerweile. Hat sich schon rumgesprochen. Oh. Nice. Aber bevor wir da hingehen, gehen wir erstmal da hoch. Kommen wir denn von der Seite hier hoch? Sehr wahrscheinlich nicht, ne? Da gehe ich doch mal stark von aus, dass wir wieder außen rum müssen. Oh nein, geht. Ja, wunderbar. Ast rein. Ach, perfekt. Muss nicht immer schwer sein. Kann auch einfach sein. So, hier nochmal hoch. Ey, was ist hier los? Jetzt kommst du da nicht mehr hoch, oder was? Mach mich nicht schwach. So, synchronisieren. Synchronization. Wie weit können wir denn überhaupt fliegen hier, um so ein Foto zu machen? Ich würde da gerne hier mal so... Das würde ich gerne mal ein bisschen fotografieren. Aber mehr geht nicht. Ist ja blöd. Naja, gut. Hm, müssen wir uns dann gleich einmal da vorstellen. Das geht natürlich auch. So, da unten ist unsere Quest. Ganz viel Loot. Ganz viel Loot. Loot, 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 Loot. Hartes Leder. Aber ganz hartes Leder, du. Ganz hartes Leder. Was macht er denn? Junge. Denk doch mal an deine Füße. Die Füßchen. Ach, egal. Tempel des Horus. Einfach runter hier. Zack. Seid ihr eigentlich im Sperrgebiet hier? Ne, ne? Warum schleiche ich denn dann? So, Echeme. Schaut euch mal das Gesicht an. Weed.
Foto machen. der Blick. So, Entschuldigung. Ja? Meister Tahaka? Mein Name ist Bayek von Siva. Ich bin tatsächlich Tahaka. Der große Planer aus Saïs und der Verwalter von Letopolis. Ich traf deine Familie. Deine Frau schickte mich her. Sie sagte, du weißt vielleicht mehr über den Skarabäus. Hier können wir nicht reden. Denn wer weiß, wer unsere Worte hören könnte. Komm herein und ich antworte dir. Okay. Also irgendwie fehlen mir die Templer und die Assassinen irgendwie hier in dem Spiel. Nichts für ungut. Dein Sohn ist sehr stolz auf deine Arbeit. Er vermisst dich. Er wird bald hier sein. Eines Tages werden mein Sohn und seine Söhne in meine Fußstapfen treten. Die Welt entsteht aus den Träumen großer Männer. Was ist dein Traum, Bayek? Ich verkneife mir den Luxus zu träumen. Ich will den Skarabäus. Der Skarabäus beraubt die Schwachen. Mich bedroht er nicht. Hast du denn gar keine Angst vor ihm, Tahaka? Nach allem, was er deinem Schwiegervater antat? Was dem armen Gupa passiert ist, zerreißt mich. Ob es mein Lebenswerk war oder was immer ich getan habe, um ihm das einzubrocken. Ich bete, dass die Götter mir vergeben. Mr. Tahaka! Sie greifen die Ruinen an! Bayek, komm, kämpf mit mir! Ich komme! Ein Sturm kommt auf. Ja, super, das auch noch. Ja, können wir keinen Sinn nutzen, dieser ne? Dieser klagende Laut ist der Resetio. Für die Hunde der Wüste ist es eine Art Versammlungsruf. Die Banditen nutzen den Sturm als Tarnung für ihre Raubzüge. Bleib ja, in meiner Nähe! Schlau gemacht lass eigentlich. Lass mich nicht von ihnen einkreisen! Ich lasse nicht zu, dass ihr mein großes Werk zerstört! Ja. Hauptsache rumgeschrien. Sie kommen aus dem Sturm! Ja, nur? Diese Räuber fliegen auf den Schwingen des Sturms! Naja, warte, die hole ich mir mal eben. Die haben doch keine Leben. Alarm! Hier drüben! So. Zufrieden? Hauptsache, er ist immer so eine große Klappe und ein Licht auf dem Boden. So, also flupp. Euer Blut wird meinen Garten wässern. Ja, habe ich schon gesagt, dass ich Waffe liebe. Ich finde die total geil. Wo ist er hin? Ich komme. College. Na, ist aber auf Nummer sicher gegangen, oder? Hey, ich hab hier Ärger! Ihr legt euch mit Ägyptens Besten an! Komm, Menschheit! Kämpft mit mir! Schnell, bringt sie zur Strecke! Kettenwurf hätten wir noch machen können, okay? Hilfe! Ist da noch einer? Ach, da ist noch einer. Dafür lasse ich dich leiden. Ja, Hauptsache die Kinder, die haben Spaß da vorne. Was, hier werden die Leute ermordet und die... Boah, jetzt hau mal ab. Juga, bring dich in Sicherheit. Ich glaube, da ist irgendwas. Geht's nah. Ich denk dich. Speere von Letopolis! Erhebt euch und verteidigt eure Heimat! Mensch, zeig ihnen die Zähne der Gerechtigkeit! Bayek, lauf nicht in den Sturm hinein! Warum nicht? Ihr dachtet, ihr schlitzt uns den ungeschützten Bauch auf. Doch ihr findet eiserne Knallen vor. Keine Zeit
Doch sie sind nur gepeitschte Hunde. Weg, oh, wer ist er? Kollege, kannst du haben. Hey, wo läufst du hin? Letopolis wird euch standhalten, Hunde. Das ist so blöd mit dem Markieren gemacht, ja? Sterbt, ihr Hundesöhne! Das kostet alles Zeit, die wir nicht haben. So. Da haben wir noch einen. So, der nächste bitte. Bayek, du kamst über sie wie Sobeks Zähne. Komm, reite mit uns. Das war das letzte Mal, dass sie uns angreifen. Und mit deinen Kampfkünsten schalten wir sie ein für alle Mal aus. Ich verstehe deinen Blutdurst, Tahaka. Aber diese Banditen interessieren mich nicht. Erzähl mir vom Skarabäus, bevor du reitest. Trägst du nicht das Abzeichen eines Magi? Die Räuber sind eine Gefahr für die guten und unschuldigen Bewohner von Letopolis. Komm mit mir, Bayek. Sobald wir diese Hunde zurück in ihre geliebte Wüste getrieben haben, erzähle ich dir die Geschichte, die du hören willst. Nun gut. Dann werde ich mich dir heute anschließen. Ja, auf geht's. Nun, Miss Neo Gideon. Folge ihm, machen wir. Jetzt gibt er aber Gas, gute. Komm, Bayek. Nimm deine Waffe und schließ dich uns an. Treue und tapfere Diener von Letopolis. Wir treiben diese Banditen aus ihren Löchern und tränken den Sand mit ihrem Blut. Wie doof die da stehen und am Klatschen sind, ne? Oder? Das sah total blöd aus, irgendwie. Entschuldigung, aber... hat mir jetzt nicht so dolle gefallen, gerade so... So ganz dieses stumpf, Ziel, das du dir gesteckt hast, es scheint unerreichbar. Das können nur die Götter wissen, Bayek. Und wenn ich nicht nach den Sternen greife, woher soll ich dann wissen, was in mir steckt? Letopolis war einst ein Wunder, bevor die Wüste es verschluckt hat. Ich will der Welt und den Göttern zeigen, dass Menschen alles erreichen können, was sie sich in den Kopf setzen. Vielleicht wurdest du von den Göttern geschickt, um mir bei meiner Vision zu helfen. Ein starker Arm, ein scharfes Auge. Wir stellen den Ruhm dieses Landes wieder her. Ich habe mein eigenes großes Werk zu vollbringen. Mal sehen, ob ich dich nicht doch überreden kann. So, jetzt geht's endlich mal los hier. Die Reitbegrenzung ist weg. Eieiei. Oh, das sieht auch schön aus. Da muss ich mal ein Foto machen hier. Das ist schön, dass man das so schön pausieren kann hier. Gefällt mir wirklich gut. Speichern. So, weiter geht's. Wo seid ihr? Ach da. Ah, okay, wir schleichen jetzt. Verstehe. Töte alle Banditen im Lager. Okay. Machen wir. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Die Wachen hier sind weißt sehr du, aufmerksam. Weißt du, dass wir einen Warp gefangen haben? Die Göttin des Gemetzels sorgt für uns. Was? Was das, du Ratte? Ja, hier brauchen wir mittlerweile nur noch eine Taste Spam. Bittenep, wenn du einen Funken Anstand besitzt. Wie ist da noch einer drin? Bittenep, wenn du einen Funken Anstand besitzt, befrei mich! Bleibt hier. Wartet, bis es sicher ist, dann werdet ihr befreit. Können wir jetzt schon mal pausen. Eieiei. Klingt, als würden ein paar Banditen da oben lagern.
Aus dem Weg. So, der ist auch weg. Wo geht's als nächstes hin? Hier rüber, oder was? Ach ja, so spektakulär ist das gar nicht hier gerade im Moment irgendwie. Gut. Ja, dann lauf doch auch. Ach, Mann. Was machst du denn hier schon wieder? Hier links, rechts, links, rechts. Das ist immer zu geil, ehrlich. Ich komm gleich. Lauf schon mal vor. Verurteilt mich nicht für die Bilder, ja? Ich mach gerne Bilder. Jetzt sind wir einmal nochmal im Kreis gelaufen hier, oder was? Wo will er denn hin? Will er wieder zum Eingang, oder? Was ist hier los? Meinen Dank, Bayek. Bevor du hier ankamst, dachte ich, mein Traum sei zum Scheitern verurteilt. Du gabst mir die Kraft, diese Banditen zu verfolgen. Wer waren sie? Blutrünstige Anhänger von Sachmet, der Göttin des Gemetzels. Sie wollen nichts außer Chaos und Ruin. Verbunden mit dem Skarabäus? Nein, sie halten sich für Löwen, sind aber nichts weiter als Aasfresser. Nun sind sie selbst Futter für die Geier. Ich bringe diesen Priester zurück in die Stadt. Triff mich bei meinem Haus. Wir werden zu Abend essen und ich sage dir, was du wissen musst. Okay. Möge Petar dich segnen und den Beschützer auch, Meister Tahaka. Wie seid ihr hier gelandet? Trifft Tahaka in seinem Haus. Lass die beiden mal ruhig ein bisschen flirten. Wir gehen jetzt direkt los hier zu seinem Haus. Genau. Dann nehmen wir einmal die Schnellreise. Dafür habe ich sie geholt. Genau für den Moment. Yeah. So, dann 114 Meter in die Richtung, alles klar. Auf geht's. Könnten wir doch eigentlich mal ein Foto hier machen, oder? Ching. Bitte lächeln. Schieß. Schlitz, Schlitz, Schlitz. So, 80 Meter. Dann haben wir es gleich geschafft hier. Die Frage ist nur, wie er schneller da sein kann. Ja? Wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber na gut. Ist auch alles okay. Hast du den Sandsturm gesehen? Hallo? Komm! Schön, dass ihr es geschafft habt, Marit. Ja, die Götter haben über uns gewacht. Da waren Geier und eine Hyäne und so viel Sand. Genug Sand für ein ganzes Leben. Deshalb brauchen wir auch so viele Helfer für unser Vorhaben. Und was versprichst du ihnen, Tahaka? Eine Parzelle Land mit einem Haus für jeden. Sie müssen nur helfen, alles der Wüste wieder zu entreißen. Das ist alles? Man gräbt ein Haus aus? Ganz so einfach ist es nicht. Alle müssen mit anpacken. Zu Ehren der Götter. Jeder weiß, dass seine Vision wahr wird. Es ist gut, dass du deinen Vater ehrst, Kawab.
Auf den Retter von Letopolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln und... Lecker. Was ist denn, Bayek? Er wurde vergiftet. Nein. Ist dir nicht wohl? Der Verräter. Da wollte er ja vorhin nämlich schon machen. Oh, warte, wenn ich aus der Hölle zurückkomme. Ja, Freunde, das ist das Ende. Noch nicht. Oh, da kommen schon die Skorpione. Die Götter gegen dich, sein Tahaka, bei allem, was du tust. Wir haben eine Hand frei. Befreie dich aus dem Sand. Ja, wie denn? Na, wie denn? Senno. Ah ja. Senno, genau. Bald schon folge ich dem Verborgenen durch die Finsternis. Er führt mich in die Gefilde der Binsen. Ah, hier, Jacqueline! Jacqueline! Komm her! Guter Junge! Wie guter Junge? Der Jacqueline! Naja, allzu viele Möglichkeiten haben wir jetzt auch nicht mehr. Nice! Mögen die Götter dir gnädig sein! Oh, das gibt Ärger. Ich habe weder Rüstung noch Waffen noch Geld. Wo fange ich an? Schnell, bevor der Wind ihre Spuren verwischt hat. Na gut, den Spuren brauchen wir ja gar nicht zu folgen eigentlich. Erst Markierung ist ja schon gesetzt. Dann der Skarabäus. Und wehe, ich krieg meine Waffen nicht wieder. Dann ist aber hier Sam Dies der. Missionsziel in der Nähe. Level 19, ja. Da gehen wir mal ein bisschen näher ran, würde ich sagen. So, da haben wir noch zwei. Na gut, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Naja, jetzt ohne Waffen sowieso nicht. Ah, ich hasse das Schleichen, das ist ja nichts für mich, ne? Was haben wir denn hier schön? Das können wir da benutzen. Ja, wirklich beeindruckende Waffen. Alles in einer Kiste als Tribut für Sefetu. Gut, wir schicken sie in ein paar Tagen zur Festung Nikiu. Stirb, du Sau! Hey, wer war das? Hey! Na komm! Komm, komm, komm! Was macht der denn da? Komm schon. Komm da hinterher. Hey, was? Du kannst nicht fliehen. Na gut, machen wir das so. Reicht auch. So, das müsste es eigentlich gewesen sein, oder? So, schön im Bademantel. Sie hätten im Schatten bleiben sollen.
Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Jetzt gibt's Ärger. So, ich brauche nichts umändern, ja? Ist alles noch da, ja? Gut. Brief an Sefetu. Sefetu, nimm diese Waffen und Rüstung als Bezahlung. Du wirst ihren Wert schnell erkennen und ich erwarte im Gegenzug angemessene Dienste von dir. Aha. Oh, das gibt jetzt Ärger. Das gibt Ärger. Ja, Leute, die Folge wird heute ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt da nichts gegen. Das können wir natürlich jetzt nicht auf uns sitzen lassen hier. Jetzt darf ich natürlich sich Jacqueline nicht rufen. Mal wieder nicht. Ist auch ein bisschen blöd. Das sind immer so Einschränkungen, die verstehe ich nicht so ganz. Wenn man die doch sowieso überall rufen kann, warum kann ich die da nicht in so einem kleinen Lager rufen, ne? Hat man dadurch dann zu viele Vorteile oder woran liegt das? So, hoppi lipoppli. Na komm. Na, will er nicht. Na gut. Will Jacqueline nicht. Naja, auch sowas hier, ne? Da kann ich auch nicht verstehen, ne? Warum sowas nicht funktioniert. Wow. Das ist mir unbegreiflich, ehrlich. Ja, aber da geht's dann wieder, ne? Ah je. Davon hat man so viele jetzt mittlerweile schon gesehen. Ja, ist echt traurig. Ein bisschen nervig. So, Selfie-Time. Ich hoffe, das ist in Ordnung, ja? Willkommen. Willkommen in Letopolis. Traum des großen Tahaka. Sieht man die Quest? Auf der Karte? Ja. Alles klar. Ein neues Leben erwartet dich in der glorreichen Stadt Letopolis. Ja, ich habe jetzt keine Zeit für dich, weil ich muss jetzt erstmal den Skarabäus killen. Das ist jetzt mein höchstes Prioritätsziel. Was haben wir denn hier? Hier, lass mich dir helfen. Was? Hältst du mich für hilflos? Ja. Ich bin überrascht, dass eine Frau in deinem Zustand so hart arbeitet. Die Ankunft deines Kindes ist ein Segen. Ach, ich bin kein Zimperlieschen. Oh, tut dir etwas weh? Mein kleines Böhnchen macht sich nur etwas bemerkbar. Mein Böhnchen? Meine Arbeiter sind zu lahm. Ich muss dahin und sie antreiben. Lass mich, Libet. Ich will die jetzt nicht antreiben. Ich will die Quest mit den Skarabäus zu Ende machen. Genau. So. Aber die haben wir schon mal angenommen. Aus dem Weg. Ich bin sauer. Wir schießen sie zu dann. Lass sie doch schießen. Hör auf, mich zu verlangsamen. Lass es. Ich bring dich um. Ja, ich bin sauer. Okay, Kollege. Oh, lass mich mal aufstehen. Dann ist aber hier auch Zappenduster gleich. Na komm. Wie schnell kannst du dich denn drehen, Kollege? Da kannst du mir doch gar nicht erzählen. Steh doch mal auf da. Na gut, dann kriegt er sie erst. Ah, ich jetzt wollte den Kettenwurf mal machen. Mal ausprobieren. So, wunderbar, der ist auch weg. Level 20. Da bist du ja. Ah, schade. Ja, jetzt hast du nicht mehr so viel drauf, hä? In your face. So, Zeit zum Looten. Tod bestätigen wahrscheinlich. Jo. Oh.
So geht ein Traum zugrunde. Ich hätte etwas Immerwährendes erbaut. Und Cooper hätte deine Heldentaten besingen können. Ich bereue so einiges. Wir alle arbeiten für höhere Mächte. Wir alle leisten Frondienst für etwas Größeres. Es gibt keine Kommen. Ich bin nur ein Mann im Orden der Ältesten. Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen. Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil. Der Orden der Ältesten vergisst mich nicht, denn ich brachte ihnen Wasser und ich erbaute Städte. Oder die Wüste fällt wieder ein und zerstreut die Menschen von Letopolis wie Staub. Ja, cool gemacht. Na, durch den Helm. Ah, Vater! Ich strecke dich nieder, wie du, mein Vater! Ich dachte, du bist unser Freund. Ich hasse dich! Kümmere dich um ihn. Versuch es ihm zu erklären, wenn du kannst. Du brachtest Blut und Tod über mein Haus. Du warst blind. Doch jetzt musst du deine Augen öffnen. Dein Mann war der Skarabäus. Er hat das getan. Dein Vater wurde von ihm gefoltert und verstümmelt. Wie so viele andere auch. Nein. Es liegt an dir, deinen Sohn ins Licht zu führen. Heraus aus dem blutigen Vermächtnis seines Vaters. Es tut mir leid, mein Junge. Naja, da kannst du ja nichts für, ne? Der Skarabäus. Weg mit dir. DNA ist jetzt sequenziert. Ihre Erinnerung ist verfügbar. Sie sind ziemlich bruchstückhaft, aber für kurze Zeit solltest du eintauchen können. Ich trinke dein Wasser. Okay. The Kopf. Was sagt sie? The Kopf? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ägäische Küste. Was war denn da für ein Geruckel gerade? Gibt's doch gar nicht. Da war bestimmt der Zeitlupenmodus. Genau wie in der Schlacht von Salamis, Hauptmann. Du sitzt in der Falle. Hier kommt Themistokles. Und da ist die Beute. Verdammt! Foxidas, warum geben wir all diese Schätze ab? Wir könnten uns auf Lesbos zur Ruhe setzen mit so viel Gold. Was sagst du, Wüstenratte? Wenn diese Truhe nicht bei Pompeius ankommt, dann noch nicht dieses Schiff. Wir werden auch durch den Hades krauchen, um sie abzuliefern. Also gut. An die Arbeit, ihr faulen Hunde! Damastes! Mein treuer Schildträger! Los, fang an! Man bezahlt uns, um Pompeius zu bestechen, eine Königin zu retten und ein Königreich zu gewinnen. Das übliche Tageswerk für uns Söldner, hä? Ah, hat er schon Faustik hinter den Ohren, ne? Geil wäre das jetzt, wenn man jetzt Schiffe steuern könnte und dann richtig schön so.
Ja, Freunde. Aber die Folge ist jetzt vorbei. Hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Ja, ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Haut rein.